Ja, hallo zusammen, willkommen beim zweiten Slot des Design-Abschluss-Events im Mittenverband. Ich bin Sebastian Schwager, das ist mein Kollege Dina Schweiger, wir sind von der VJA, also von der verrückten Jugendaktion. Was ist die VJA für euch, diejenigen, die das noch nicht kennen? Wir sind die Jugendfreizeiteinrichtung im Mittenverband. Das heißt, wir machen Freizeitaktivitäten für junge Erwachsene, Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren. Einige von Ihnen sitzen da, ich stand das super. Und wir sind einerseits da im Haus, also gleich gegenüber haben wir unseren Jugendraum, wo Programm stattfindet. Andererseits machen wir viele Ausflüge wie Uno City, Bohlen, ja, was auch immer ansteht und was uns einfällt. Genau, die verrückte Jugendaktion hat eben in Zusammenarbeit mit dem Bundesblindeninstitut als auch den zwei Herrschaften neben mir, Herrn Johannes Strecker-Betz und Erich Schmidt, ein Projekt quasi vollzogen von August letzten Jahres bis September, bis August dieses Jahres, also genau ein Jahr. Das ist jetzt sozusagen schon abgeschlossen. Es wurde finanziert von der AK und hat sich eben Define genannt, das Projekt. Und da wurde eben eine sogenannte Meta-Braille entwickelt, mehr dazu zum technischen und zum Hintergrund und zum Entstehen erzählen dann die zwei Kollegen. Vielleicht noch zwei kurze Infos unsererseits, also das Ganze wird aufgezeichnet, weil das vielleicht auch für Leute im Nachhinein noch interessant ist zum Nachhören. Und es werden auch Fotos und Videos gemacht, also was soll ich checken von der Kollegin links. genau, insofern vielen Dank für euer Kommen und ich gebe mal weiter. Also vielleicht noch ein letzter Satz zum Ablauf. Es findet eben jetzt eine Präsentation statt von den zwei Herren über das Projekt an sich. Dann würde eine kleine Fragerunde stattfinden mit den Teilnehmern und den Projektleitern. Und anschließend geht es dann am Schluss zum Buffet über, beziehungsweise zu den Probierstationen, weil natürlich auch diverse Tastaturen mitgenommen wurden. Und Fotos kann man sich anschauen, also gemütliches Aussehen. Dann. Vielen Dank. Einen schönen Nachmittag von mir, Herr Schmidt. Ich werde die Präsentation sprechen sozusagen. Der Johannes Strecker-Petz wird die PowerPoint-Slides bedienen. Und auf diesen Folien sieht man natürlich auch Bilder, die werden wir nicht beschreiben, da sie hauptsächlich sozusagen der emotionalen Vertiefung oder der Verdeutlichung dienen, aber keine zusätzlichen wesentlichen Informationen enthalten. Und ich werde ohnehin sagen, was auf den Folien zu sehen ist. Also den Titel sieht man schon auf der ersten Folie. Unser Projekt heißt Digital Equipment for Inclusive Empowerment. Und wenn man die Anfangsbuchstaben nimmt, dann ergibt sich das Wort Define daraus. Es gibt ein Logo. Der Träger des Projekts war der Blinden- und Sehbehindertenverband Wien, Niederösterreich und Burgenland. Der Förderer war die Arbeiterkammer Wien. Und die Förderschiene ist der Fonds Digital 4.0. Wir beide stehen auch auf der Titelfolie. Welche Problemstellung versucht das Projekt anzugehen? Wichtig ist, der Zugang zur Technologie ist heute nicht gleichmäßig verteilt. Manche haben einen besseren Zugang zur Technologie und vor allem Menschen mit Behinderung, besonders Blindheit und Sehbehinderung, haben einen weniger guten Zugang zur Technologie. Durch den Lockdown oder die Lockdowns wurde die Digitalisierung stärker und stärker. Und die Schüler und Jugendlichen brauchen also heute mehr digitale Kompetenzen als früher, um im Arbeitsmarkt, im ersten Arbeitsmarkt
ankommen zu können. Daher muss man sich mit Programmiererinnen und EntwicklerInnen vernetzen. Das war die Problemstellung. Der Lösungsansatz, ganz praktisch jetzt gesprochen, war oder ist eine Braille-Tastatur. Und die hilft, Barrieren vor allem am Smartphone zu überwinden. Das Smartphone hat ja einen Touchscreen und der ist ein Problem, deshalb, weil man mit dem Wischen auf dem Smartphone relativ langsam ist und weil ich im Gegensatz zu sehenden Leuten als Blinder in der Öffentlichkeit nicht zum Beispiel immer mit Spracheingabe arbeiten kann, zum Beispiel bei einer Konferenz und so weiter. Und daher ist eine barrierearme Braille-Tastatur ein wichtiges Hilfsmittel. Es gab Vorläufer, wie zum Beispiel die Braille-Eingabe Oscar. Johannes Strelker hat seinerzeit einen Test gemacht bezüglich der Schreibgeschwindigkeit und Schreibsicherheit. Und bei der Schreibgeschwindigkeit hat sich herausgestellt, dass man mit der Braille-Tastatur viermal so schnell schreiben kann wie mit Wischen, Buchstaben suchen und loslassen. Und dass man doppelt so sicher schreiben kann. Wenn das Gerät auch eine Bluetooth-Fernsteuerung hat, so wie das unsere Braille-Eingabe-Tastatur natürlich hat, dann kann man mit dieser Braille-Tastatur das Handy steuern. Und wenn der PC oder Laptop auch so eine Einrichtung hat, dann kann ich auch am PC schreiben. Unsere Braille-Tastatur arbeitet mit den Smartphones beider konkurrierender Betriebssysteme, also Apple und Android, zusammen. Wir haben die Maker-Bewegung gewählt für diesen Lösungsansatz, weil man dadurch einen Selbstbau dieser Braille-Tastatur erreichen kann. Die Baupläne sind öffentlich. Und der Gestaltungsansatz in den Maker-Bewegungen wird auch ein Bewusstsein geschaffen für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung. Es ist also sozusagen ein partizipatives Design und es geht um kleine Schritte, mit denen wir uns diesem Ziel einfach nähern. Wie haben wir dieses Projekt umgesetzt? Als erster Satz steht ein merkwürdiger Satz: Stecken statt wickeln. Das erklärt sich daraus, dass wir früher den Ansatz hatten, dass die ganzen Verbindungen, die ja im Prinzip sehr häufig gelötet sind, zwischen den Komponenten, dass die mit Wickeldraht überwunden werden. Wir könnten hier jetzt ein Video zeigen, das die Schwierigkeiten dieses Wickelns für Blinde zeigt. Es ist sogar ein leiser Fluch zu hören auf dem Video. Und wir haben das jetzt ersetzt durch das Stecken. Also die Komponenten werden zusammengesteckt. Damit blinde Menschen das selbstständig können, mussten auch Führungsvorrichtungen
entwickelt werden. Man muss sich ja vorstellen, diese kleinen Platinen und so weiter, die haben ja eine Fülle von Füßchen und da muss natürlich jedes in das richtige kleine Loch gesteckt werden, sonst funktioniert das Ganze nicht. Wir haben sehr viel Workshops abgehalten und ich nenne jetzt gleich die Zahlen. Also das Projekt hat ein Jahr gedauert und wir haben 50 Online-Veranstaltungen durchgeführt. Ein Jahr hat bekanntlich 52 Wochen, also 50 Veranstaltungen online. Wir haben 52 Workshops durchgeführt. Jeder Workshop hat 3 Stunden gedauert. In den Workshops waren 2 Gruppen. Eine Gruppe war am BIM-Institut in Wien, hier, und die andere Gruppe war die verrückte Jugendaktion. Jede Gruppe hatte jeweils 2 betreuende Personen. Und es war immer auch ein Maker da, also praktisch immer der Johannes, Sprecher neben mir, der natürlich dann gewusst hat, wie man diese Ideen umsetzt. Wir haben uns Partner gesucht. Das waren die offenen Werkstätten, genauer gesagt das MetaLab und das Happy Lab. Und wir haben auch die Werkstatt, sogenannte, im Blindeninstitut genutzt. Wir kommen nun zur Öffentlichkeitsarbeit. Auch da haben wir, glaube ich, sehr viel gemacht. Wir waren auf der Maker-Fair, also Maker-Fair Vienna, Anfang Juni. Da gab es ungefähr 200 Aussteller. Wir waren ein Stand und wir waren auch an diesen 2 Tagen, glaube ich, ganz gut besucht. Wir haben am Elternsprechtag am Blindeninstitut ausgestellt und wir haben eine Veranstaltung organisiert, die den Titel getragen hat, Come Together. Da waren Eltern von vor allem Schülern anwesend aus dem Blindeninstitut. Dann waren natürlich auch andere Gäste, Mitglieder des MetaLab zum Beispiel auch und Gehörlose. Also wirklich ein Come Together und natürlich unsere Workshop-Gruppen, klarerweise. Wir haben an einem Straßenfest beim MetaLab teilgenommen und haben unser damaliges Produkt, das im Werden war, vorgeführt. Aber damit ist es mit der Öffentlichkeitsarbeit noch nicht genug. Wir haben eine 2. Folie. Die dank der Arbeiterkammer wurde uns ermöglicht, eine Videoproduktion zu erstellen. Das Video wird dann am Ende gezeigt. Wir waren in Linz am IKT-Forum. Das ist die Vorkonferenz zur ICCHP, nämlich International Conference on Computers Helping People with Disability, eine weltweite Konferenz. Wir haben, Johannes und ich, haben ein längeres Interview und Videoaufnahmen mit einem Netzwerk aus Deutschland geführt, das heißt Come In. Die Ergebnisse unseres Projekts
Im Antrag stehen 16 Punkte, die will ich nicht alle aufzählen und greife nur die wichtigsten davon heraus. Erstens, erster Punkt, natürlich ein Hilfsmittel wurde erstellt, nämlich eine Braille-Tastatur. Was bedeutet das? Die Braille-Tastatur wurde selbstständig gestaltet. Man kann sie selbstständig reparieren. Das kann man bei anderen Produkten nicht immer. Zweites Ergebnis, die Werkzeuge, die wir dafür brauchen, haben wir versucht, einfacher bedienbar zu machen. Das sind die Werkzeuge, die in den offenen Werkstätten vorhanden sind. Wir haben zum Beispiel ein Beschriftungsverfahren entwickelt, also ein Braille-Schrift, wodurch man zum Beispiel jetzt nur mal die WC-Tür findet in einem Gebäude. Wir haben es geschafft, auf manchen 3D-Druckern als blinder Mensch selbstständig den 3D-Druck zu starten und ja, ein bisschen auch, soweit möglich ist, etwas zu programmieren. Drittes Ergebnis. Wir haben einen Leitfaden für die inklusive Bedienung von Geräten erstellt. Vor allem für die interne Nutzung, für unsere Nutzung auch. Viertes Ergebnis. Es gab öffentliche Workshops mit Gruppen von Menschen mit anderen Behinderungen. Das dient dazu, um einfach Bewusstsein zu schaffen. Ich habe das schon bei der Öffentlichkeitsarbeit, dieses Come Together, erwähnt. Fünftens, Hauptergebnis, wir haben versucht, eine doch größere Reichweite zu erreichen bei den Leuten, die an diesem Projekt möglichst das ganze Jahr hindurch mitgearbeitet haben. Und es waren immerhin 14 Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung, die hier intensiv, muss man schon sagen, bei diesen vielen Workshops mitgearbeitet haben. Und das sechste Hauptergebnis ist die Vermittlung und die Anwendung digitaler Kompetenzen. Also, was haben wir da gelernt? Die Online-Zusammenarbeit mit solchen Werkzeugen. Also, dass man miteinander auch reden und kann, ohne sich persönlich zu treffen. Da war für viele unserer sozusagen Schüler und Jugendlichen etliches Neues dabei. Wir haben sogar auf der Kommandozeile, die heute schon kaum mehr diese Windows-Benutzer kennen, haben wir sogar Befehle eingegeben. Und wir haben kleine Programme erstellt. Eine andere Gruppe von Ergebnissen sind die Soft Skills. Also das sind Geschicklichkeiten, die man nicht mit der Hand greifen kann. Was haben wir kennengelernt? Das Programmieren. Wir haben kennengelernt einiges aus der Elektronik. Wir haben den Mikrocontroller kennengelernt. Den 3D-Druck kennengelernt und die sozusagen die Arbeit in so einer offenen Werkstatt. Wir haben gelernt zu achten auf ein gutes Arbeitsklima untereinander, auf
Inklusions- und partizipative Prozesse. Wir haben gelernt, dass wir quelloffen gestalten wollen. Das heißt, wir halten uns keine Inhalte zurück, sondern jeder soll das, was wir erarbeitet haben, nützen können. Und wir achten auf die Unterstützung mit Hilfe von digitaler Zusammenarbeit, Online-Tools zum Beispiel. Der Ausblick. Die Ansprechpersonen für dieses Projekt, das jetzt zu Ende gegangen ist, werden hier im Blinden- und Sehbehindertenverband Wien Niederösterreich-Burgenland sein. Die verrückte Jugendaktion, von der ich hoffe, dass es sie noch recht lange gibt. Also hier ist die größte Chance, dass dieses Wissen um alles Mögliche konserviert wird und zur Verfügung gestellt werden kann. Es gibt zum Beispiel im Haus hier auch einen 3D-Drucker, sodass man zumindest die Häuse ausdrucken kann. Die Pläne und die ganzen Dateien sind im Internet verfügbar. Wir möchten noch, obwohl das Projekt schon fertig ist, die Tastatur durch einen Lautsprecher erweitern. Ein Lautsprecher könnte uns oder kann uns akustische Rückmeldungen geben und die könnten wir zum Beispiel nutzen, um den Akkufüllstand anzuzeigen und auszugeben. Und da gibt es noch andere Ideen, wofür das auch noch möglich wäre. Und der letzte Ausblick ist eine Einladung, die wir auch hier weitergeben können. Die Arbeiterkammer Wien hat diese Digi-Offensive die letzten 5 Jahre durchgeführt und wir wurden ausgewählt, um unter die 50 Projekte zu kommen, die bei der Abschlussveranstaltung dieser Digi-Offensive gezeigt werden und vorgestellt werden. Eine große Wertschätzung. Es gibt eben ein Abschlussevent dieser Digi-Offensive der AK. Es ist am 22. November 2023 und es ist in der Expedithalle im 10. Bezirk. Man muss sich allerdings anmelden. Ja, der Dank, der geht natürlich in erster Linie an die AK Wien. Er geht auch an das Videoteam, ich habe ja ein Video versprochen, mit Audiodeskription. Das Videoteam heißt Newsroom GmbH. Ein Dank natürlich an den Blinden- und Sehbehindertenverband Wien Niederösterreich und Burgenland, an das Blindeninstitut Wien, an das MetaLab, an das Happy Lab, an die Open Source Ecology, an die Vienna International School. Am Schluss, auf der letzten Folie, sehen Sie dann nur mehr unsere Kontakte. Und ich glaube, dass es jetzt Zeit ist, das Video abzuspielen. Projekt hat Spaß gemacht. Es steht der Plan Mund, die Form. Ein Master steht darauf. Draußenfenster öffnen sich, blinde Fahrbahn. Digitalisierungsoffensive der Arbeiterkammer, die Fein. Ein Taschendruck am Asphalt, ein Schild mit der Aufschrift Happy Lab, der Bärtige und der Langhaariger. Wir sind heute im Happy Lab, um an unserer Breitensatur weiterzubauen. Wir bauen die Breitensatur um
zum Beispiel stehen, um dann schreiben zu können, ohne das teure Smartphone quasi in der Hand zu halten. Und über den Bluetooth kann man das Ding trotzdem bequem in der Hand halten und schreiben. Die Tastatur hat es vorher schon gegeben, man kann sich die Baugeräte runterladen und nachbauen. Aber das Problem war halt, dass die Leute, die das benutzen sollen, blinde und sehbehinderte Menschen, das nicht nachbauen können. Und das ändern wir in diesem Projekt. Wir müssen programmieren, wir müssen das Gehäuse gestalten, wir müssen die elektronischen Komponenten zusammenführen. Zu der Wertung Matthias und die stellvertretende Projektleiter Johannes Steiger-Petz. Zwei Männer mit Sehbehinderung sitzen vor einem Monitor mit HTML Codes. Mario? Wo ich dabei bin, ist einfach, es ist schön, was gemeinsam zu machen. Wir arbeiten im Team, jeder hat seine Ideen. Für mich ist das interessant, vor allem wie funktioniert die 3D-Drucker. So, Dennis, Mario führt Kunststofffilament in einem 3D-Drucker und drückt auf das Display. Matthias? Ich finde aber vor allem, und das ist ja der Hauptgrund, warum ich so gerne mitmache, wichtig, die Makerspaces barrierefrei zu machen. Wir haben die Idee gehabt, die Schriften heranzubringen und so weiter, damit wir dann uns später auch mal selbstständig bewegen können. Der Drucker startet. Karin, der von da mit für Leibile. Die Zusammenarbeit mit Define hat uns ein bisschen die Augen geöffnet. Wir haben auch da schon die ersten Verbesserungen, würde ich sagen, gemacht. Dokumentation, gerade im 3D-Druckerbereich. Wie macht man das? Wie kommt man ins Lab? Auch einer der ersten Punkte. Da gab es einige Hindernisse zu überwinden und das ist uns weitgehend gelungen, für den selbstständigen Druckauftrag zu geben und den Drucker hinten darauf wirklich zu drucken gelingt. Mario schaut das weiße Gehäuse mit den schwarzen Tassen zu. Matthias? Ja, das ist jetzt die neue, von uns gefertigte Breitastatur namens Metafrei. Ich finde, das ist sehr gut gelungen. Ich fühle sich als Hersteller schwer an, das finde ich total cool und Daumentassen. Ja, schaut auch sehr weit heraus, also einfach ideal, fingerergonomisch und ganz super. Das ist auch wahrscheinlich möglich mit einer Hand zu schreiben, für die, die das wollen. Man kann sehr, sehr gut und sehr, sehr griffig drauf schreiben. Nachhörzeit geht in die Tastatur. Gefördert durch die Fonds Arbeiterkammer Wien. Ist in der Zwischenzeit
hätte, wie man die Tastatur erlangt oder auf so technische Fragen. Mit welchem Programm habt ihr das gemacht? Also, ich habe jetzt einen Browser gesehen, ne, den Drucker. Ganz genau, ja. Und da haben wir auch die Software dazu verwendet, den Browser als Slicer. Und wir haben ihn gestaltet, haben ein bisschen heute in OpenSCAP. Das ist ein Programm, das textbasiert ist, das heißt, es ist auch zugänglich. Wir können lesen den Programmcode, das Programm kann man lesen. Und ja, die Firmware ist ein C-Programm, das kann man auch lesen, ist somit zugänglich. Das Einzige, was am wenigsten zugänglich für Blinde und Sehbehinderte nicht zugänglich ist, ist das Platinendesign. Da verwenden wir jetzt noch KiCad. Das ist ein grafisches Programm, da haben wir keine Alternative gefunden. Aber der Rest ist eigentlich textbasierend und somit relativ gut zugänglich. Alex, deine Frage. Ich gebe das Mikrofon, wenn du auf der Audio spielen und fragen will. Danke Bettina. Wie bekommt man jetzt die Breitentastatur? Das wollte ich schon vorher fragen, aber jetzt passt es. Gehen wir weiter an Johannes. Dankeschön. Wir planen, die Tastatur im Selbstbausatz zu vertreiben. Momentan gibt es auf jeden Fall schon sofort verfügbar den Quellcode, die Baupläne mit den Bauteillisten. Das heißt, man kann sich die Bauteile selber bestellen und man kann das nachbauen und selber bauen. Und in Zukunft werden wir versuchen, dass wir das zur Verfügung stellen in einem Bausatz. Vielleicht das kleine Ergänzung. Ich habe in der Präsentation schon kurz erwähnt, dass ja auch im Haus bei uns ein 3D-Drucker vorhanden ist. Das heißt, wir werden da auch bald einen Test noch machen. Die Filamente, wie man sagt, stimmen überein, also sollte funktionieren. Und wenn es gut geht, kann das auch bei uns dann gedruckt werden. Und wie der Johannes schon sagt, das ist so eine Open-Source-Anleitung, das kann sich jeder quasi bei Internet runterladen, die Bauanleitung. Dann bekommt man das Päckchen und geht damit entweder in ein Metered zum Beispiel, wo das gedruckt werden kann, oder eben auch dann noch nicht zu uns, wo das dann fertiggestellt werden kann. Und so sollte das dann im Idealfall funktionieren. Und vielleicht die Kosten noch, weil ich meine, hast du da noch eine Info dazu? Also die Bauteilkosten belaufen sich auf ca. 80 Euro. Ja, also 80 Euro, wahrscheinlich schon inklusive Lautsprecher, den wir noch planen. Und es gibt schon auf dem Markt Breitastatur, das wollen wir also gar nicht leugnen. Unsere ist aber kein Nachbau, also sie ist ganz anders, weil ja auch in einem partizipativen Prozess gefertigt. Und die anderen Firmen, die solche Braille-Tastaturen auf den Markt bringen, die behalten natürlich ihre Geheimnisse für sich. Nicht immer funktionieren diese Braille-Eingabetastaturen mit Android-Geräten, mit iPhone-Geräten und mit dem PC. Also das ist nicht überall der Fall. Und die billigste davon kostet 200 Euro. Was ich dazu noch ergänzen noch würde, die untere Hand, wie schon erwähnt wurde, die Teile zum Nachausdrucken und Nachbauen. Was aber auch ist, ein Teilstück natürlich letztlich ist der Akku. Und den kann man mit einem normalen BNF5C-Akku, wie man von früher noch von den Nokia-Handys kennt, die werden nach wie vor hergestellt. Und das ist jetzt sehr cool, man braucht nur viel Schrauben aufschrauben, wenn der Akku hin ist, den Akku auch noch einen neuen beilegen und kann ich das also weiterverwenden. Das heißt, auch das ist natürlich viel kostengünstiger, aber so ein Akku kostet 10 Euro und ist wieder dabei. Also das haben die zumindest ich kenne, die anderen wesentlich teurer, und das ist natürlich ganz bewusst nicht so gemacht. Danke Matthias, es gibt noch eine Frage aus dem Mikrofon, mach du mich auch noch mit dem Mikrofon. Danke. Ich
ich wollte nur kurz fragen, ich nehme vor, als Basis für das Software, damit das Ganze läuft, wird ein Mikrocontroller verwendet. Ich habe schon irgendwie Bilder Raspberry Pi gehört. Ja. Schlusswort. die Frage ist jetzt, welcher Teil übernimmt die Übersetzung von Punktschrift auf Buchstaben, also diese Backtranslation von Braille auf Buchstaben? Ist das von dem Smartphone selber gehandhabt oder macht die Übersetzung das Raspberry Pi oder Mikrocontroller drinnen in dem Gerät selber? Also wo stecken die Braille-Tabellen? Also wir verwenden als Mikrocontroller einen ESP32, kostengünstigen Mikrocontroller, und der übernimmt die Übersetzungsarbeit. Das heißt, unsere Tastatur übersetzt die Tastenanschläge in für das Endgerät ganz normale Tastaturanschläge. Also darum funktioniert das Gerät auch auf allen Endgeräten. Für das Endgerät erscheinen wir als reguläre Tastatur und damit sind die Treiber auf allen Geräten schon implementiert. Und die Tabellen stecken in der Tastatur, das heißt, sie sind für alle Geräte immer gleich, wenn man es abstellt. Und in der Tastatur steckt natürlich auch der zweite Modus, nämlich der Navigationsmodus. Denn den müssen wir ja auch in die Tastatur geben, damit wir durch Tastatureingaben zum Beispiel zum nächsten Feld oder nächsten Element navigieren können oder zum vorigen Element oder was weiß ich. Noch eine Frage aus dem Publikum? Ja, genau, mich würde interessieren, wie viele von den Geräten jetzt entstanden sind im Laufe des Projekts und vielleicht auch so ganz praktisch, was sich so durch das Nutzen von der Tastatur verändert. Also was gut drin beschrieben, ganz konkret so die Erleichterung. Also im Rahmen des Projekts sind es bis jetzt, ich glaube, sechs Tastaturen entstanden, einen Bausatz haben wir noch da, das heißt 6,5. Es sind 15 vorgesehen, da kommen wir noch welche dazu. Matthias, vielleicht zu dem Nutzungsverhalten, was sich für dich ändert durch die Tastatur? Möchtest du was sagen dazu? Ja, kann ich mal versuchen. Danke. Jetzt genau die Frage. Wie ändert sich dein Nutzungsverhalten durch die Tastatur? Nein, persönlich, ja, mittelbar. Es ist einfach irgendwie praktisch, einfach diese haptische Eingabe zu haben, einfach schnell Braille eingeben zu können mit einer Tastatur, die wirklich haptisch, also Druckpunkte hat und dann wirklich, so eigentlich die lineare Tastatur, die wir verwendet haben, also wirklich hochwertige Komponenten auch, um halt schnell schreiben zu können. Ja, das ist halt so. Ja, super. Was sich ändern würde und was jetzt auch in Ihr angesprochen wurde, der Lautsprecher, der in Planung ist, das wäre natürlich auch eine coole Idee, einerseits, wie der Erich schon gesagt hat, zum Akkustand wiedergeben, aber in weiterer Folge vielleicht auch mal, um eine Navigation zu nutzen. Das heißt, man hat das Handy in der Hosentasche sicher und kann mit der Tastatur dann aber Turn-by-Turn-Navigation nutzen, ohne einen extra Kopfhörer zu brauchen und hat die 80 Euro Tastatur in der Hand und etwa 600 Euro Smartphone. Also das wäre schon wirklich cool, auch das halt dazu zu verwenden. Das kommt sicher auch lustig, wenn man Musik hören würde. Naja, also gerade für so Navigationsgeschichten wäre das, würde ich sagen, durchaus ein Vorteil. Ja, noch eine Frage. Ich wollte nur fragen, wäre da nicht einfach eine Vibration vielleicht auch sinnvoll oder sinnvoller? Ja? Ja, vollkommen richtig. Ein Schritt nach dem anderen. Wir sind gerade mit dem Lautsprecher voll beschäftigt. Aber vollkommen richtig. Vibrationsmotor ist auch vorgesehen. Wir haben zuerst auch mit einem kleinen Piezo-Lautsprecher gearbeitet und so. Aber der Matthias, dem war ein Lautsprecher wichtiger als ein Vibrationsmotor. Also machen wir dort jetzt gerade weiter. Vibrationsmotor? Vibrationsmotor. Ah, ja. Auch nicht.
ja, gibt es noch Fragen? Weil sonst würde ich eigentlich zum nächsten Punkt sozusagen überleiten. Und zwar gibt es hier vorne, wie Sie sehen, 3 Meter Tastaturen. Sie können es da ausprobieren, wie es in der Hand liegt, zu tippen, hinten auf die Tische. Da werden die Teilnehmer von der Jugendgruppe auch dort sein. Da können Sie sich nochmal persönlich austauschen. Es liegt das Modell sozusagen in den Einzelteilen dort. Es sind einige Exponate von dem 3D-Druck, wo Sie haptisch angreifen können. Und natürlich sehr viele Fotos, wie das alles entstanden ist und aus dem Projekt. Und so ein bisschen der technische Werdegang ist auch ein bisschen fototechnisch dargestellt. Ja, und natürlich nicht zu vergessen, das Buffet. Getränke und Häppchen gibt es dann im Vorraum. Ja, in diesem Sinne, wie die Kollegin schon richtig sagt, bleibst du ein bisschen dort, waschen wir uns noch aus, stellt Fragen, wenn noch was unklar geworden ist. Ich möchte noch die Gelegenheit nutzen, einen Ehrengast zu begrüßen, also Herrn Wolfgang Gersten, danke, dass Sie sich Zeit nehmen, Abgeordneter zum Nationalrat, danke, dass Sie da sind auch. Gratuliere euch. Vielen Dank. Liebe Frau.